So, dann machen wir mal Pippi fertig. Pupsi! Jo, Schatz! Dann bist du dran. Noch ist die Freude da, gleich nicht mehr. Ne? Gleich haben wir wieder keine Lust. Pippi können wir auch nur ein kleines Programm machen. Der Pippi hat gestern auch neue Eisen bekommen. Die Macke. Boah, das sah so schlimm aus. Ja, so, der Kopf war so geschwollen bei Pippi. Weiß nicht, wie sie es geschafft hat. Irgendwo hat sie eine blöde Bewegung gemacht und hat sich die Rübe angehauen. Wie? Na? Wie fressen wir dein Heu? Das Silo ist für später. Du kommst hier nicht rein. So. Pippi, ab in deine Ecke wird gesattelt. Ja, und zu mir sagen sie, ich bin Monk, ne? Ihr seid genauso. Ihr seid genauso wie ich. Oh. Was habe ich eigentlich? Warum habe ich jetzt? Jetzt bin ich verwirrt. Selbst die Verwirrung verwirrt. Pippi. Ah. Hä? Schatz. Hm? Ja, verwirrt. Ja, wo kommt der Sattelgurt her? Du stehst so schepp gerade da. Hm? Was für eine Lasche? Ich mag das nicht, ich mag die nicht. Eine gute Schabracke zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht verrutscht, ob sie drin ist oder nicht. Ich mag die nicht. Meistens mache ich das so, dass ich tatsächlich nur maximal eine Schlaufe da durchziehe. Weil gerade in den Wechsel, so bei Piaf Passage und alles, verzieht sich das Ganze. Und dann hängt es da fest und dann verzieht sich die Schabracke so blöd. Und deswegen habe ich maximal eine Stripse durch die Schabracke und die andere nicht. How to do bei Basti. How ich du. Meckern mit Lena. Genau. Wenn man mit mir zusammenarbeitet, darf man nicht allzu pingelig sein. Ne? Siehe Schuh. Oh. Einmal machen wir. Und die habe ich aber jetzt nicht da. Und das muss jetzt so gehen. Ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert. Das meine ich mit der Druckluft. Bei einem Hochdruckreiniger. Ich hoffe nur, dass der an ist. Also er war an. So. Gucken, ob er überhaupt geht. Kaputt. Rums.
So. Können wir merken. Und die Stiefel sind wieder sauber. Was muss ich? Achso. So. Seht ihr? Wunderbar, oder? Lifehacks mit Basti. Jetzt geht's reiten. Okay, vielleicht kommt so ein, zwei Tröpfchen durch. Aber es geht eigentlich. Ja, besser als hätte ich mich jetzt hingestellt und den ganzen Dreck da abgeschrubbt. Hat länger gedauert, genau. So. Man muss praktisch denken in der heutigen Zeit hier. Work smarter, not harder. Ja, gell? Demnächst gibt es noch mal ein Sattelputz-Tutorial. Ja? Mit Druckluft, Poliermaschine. Oder im Sommer der Lifehack mit der Waschstraße. Da braucht man nicht mal mehr absatteln. Fahren wir euch einfach durch die Waschanlage, Püppi. Hm? Genau. Habe ich aber. Da geht, bei der Druckluft geht tatsächlich das Heu nicht wirklich da raus. Ja. Da müsst ihr einfach die Bandagen. Muss ich einfach einen separaten Schrank tun und nicht da, wo die jedes Mal mit dem Heu drüber greift. So, Pippi. Pippi wird jetzt auf jeden Fall geritten ohne Stirnriemen. Ne? Das ist echt das Praktische. Einfach weg. Einfach weg. Pippi, los. Guck mal, zeig dich mal. Brüt. So, Pippi und ich den Riemen. Weil, ja, jetzt muss ich stillhalten. Weil wir haben nämlich Aua hier oben, ne? Aber du haust dir gleich wieder irgendwas an. Die hat keine Geduld. Die sagt jetzt, komm, Alter, wenn du mich schon reiten willst, wenn du mich jetzt schon nerven willst, dann holst du mich aus meiner Box raus, dann beeil dich wenigstens. Ne? Ja. Sei froh, dass wir zwei nicht auch noch den Umweg machen über den Hochdruckreiniger. Oder unser Druckluftgerät. Der Gerät. Brrr. 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 Wo willst du jetzt schon wieder hin? Pippi, das ist doch nichts Neues. Das ist, uns würde es wundern, wenn Miri jetzt kommt und sagt, guck mal, ich habe meine Handschuhe gefunden. Pippi, ne? Ja, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht sorgen, ne? Pippi. Was hast du denn jetzt schon wieder? Komm her. Echt ein Clown. Nein, falsche Richtung. Pippi. Psst. Nein. Ja, komm mal hier jetzt. Komm hier. Was machst du denn? Schatz. Komm her. Ja. Ja, fein.
Jetzt, die hüpft gleich los. Die macht gleich einen richtigen Buckel. Das ist nämlich auch rossig. Und das einzige Pferd, was nicht stehen bleiben kann. Der Strom. Da vorne gibt es Äpfelchen. Ne? Da vorne gibt es die Äpfelchen für dich. Wenn die springt, ist die immer so drauf. Da hat die total Spaß. Manchmal bockt er halt dann einfach. Es ist halt so. Oh, leichter Sitz, dann geht das. Ja, ja. Die macht das nicht böse. Wenn ich es anmeckern würde, wird es lassen. So, Schatz. Du wolltest schon wieder auf Räubertour gehen. Komm mal, Biggie. Komm mit, Baby. Komm, wir müssen was zeigen. Oh, komm her. Püppi. Zoe, hör auf. Das ist Püppi. Komm mit, Schatz. Komm her. Komm mal rein. Vorsicht. So. Wir kommen gleich noch mal zu Püppi. Mit 4 Hufen. Na, Schatzi. Er ist jetzt nicht das große Springtalent. Aber siehst du, er geht mit sehr viel Vertrauen dahin. Ja, das ist, mit Cindy war sowas halt geil, ne? Da bin ich erwischt, mit denen haben die die Stange hier oben gehalten und sowas. Wirklich so auf der Höhe. Und bin dann drüber gesprungen, ne? Alle mit so Luftballons daneben. Ich brauche euch wieder ein Springpferd. Große Hoffnung steht da vorne im Stall. Aber dauert noch ein paar Jahre. Nee, ich hätte schon, also wo ich echt Bock drauf hätte, wäre so ein richtiger Brocken. So ein
Schimmel. Oder ein brauner passt zu meiner Sammlung. Aber so ein richtiger, boah, so ein Oschi. Wie damals Cindy im Endeffekt. So Annie als Springpferd, ja? Also vom Modell. Ja? Mit Annie springen ist so ein bisschen ungesund. Das sieht danach eher aus wie in einer Schreinerei. So. Okay, Miri reitet Fleur. Meint ihr, Miri hat was dagegen, wenn sie jetzt ihr Pferd reitet und wir mit dem Fohlen und so in die Halle kommen? Ach so. Aber Flipper hat Angst vor dem Fohlen. Er hat keine Angst. Er hat keine Angst in dem Sinne, aber er findet das Fohlen komisch. Das ist so wie diese eine Vielseitigkeit, das eine Vielseitigkeitspferd, ne? Der fand es ja auch ganz komisch, dass er so angestafft kam, so dank, 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 hallo, hier bin ich, wer bist du?